Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich war in Berlin. Genau, und ja, das war eine totale spontane Aktion. Ich habe mich plötzlich einen Tag vorher entschieden, einfach, jo, wir fahren jetzt einfach mal nach Berlin. Ja, ich war ja etwas längere Zeit krank und so, und dann dachte ich mir, ich brauche einfach diese Abwechslung. Auf jeden Fall, wer mich auf Instagram verfolgt, weiß, dass ich da auch ein bisschen geshoppt habe. Also nicht nur immer Sightseeing und so. Und viele von euch wollten ein Haul-Video sehen und deswegen drehe ich jetzt eins für euch. Ja, ist so einiges zusammengekommen. Ich hatte gar nicht vor, diese Sachen zu kaufen, außer eigentlich im Mac-Store vorbeizuschauen, weil ich war am 31. bin ich hingefahren und am 1. ist ja diese Mac Sharon und Kelly Osbourne Kollektion rausgekommen. Und dann hat es ja so gut gepasst und daher habe ich mir da von der Kollektion auch ein paar Sachen geholt. Und ja, ich fange am besten jetzt auch an, das sind so einiges zusammengekommen. Ich fange einfach mit dem unwichtigsten Teil an. Und zwar waren wir nur ganz kurz im Primark. Wir haben ja selber hier in Bremen einen Primark, also gehe ich da jetzt nicht extra nochmal in den Primark rein, hatte ich keine Lust. Aber meine Mutter hatte Fußschmerzen und sie wollte unbedingt irgendwelche Latschen haben, was sie natürlich nicht gefunden hat. Aber ich habe Latschen gefunden und zwar diese süßen hier, die ich auf Instagram bei irgendeiner Instagram-Marin gesehen hatte. Und ich dachte mir so, oh verdammt, die hättest du voll gerne. Und das sind diese schwarzen Sandalen aus Plastik mit dem weißen, mit einer weißen Schleife und einem Steinchen innen drin. Und ich habe sie für sage und schreibe 2 Euro bekommen. Ich habe keine Ahnung, wie hoch der Originalpreis war, aber der Typ, der dort gearbeitet hat, hat keine weiteren mehr gefunden und meinte, ach egal, du kriegst sie für 2 Euro. Und ich war natürlich happy, auch wenn sie einen Ticken zu klein sind. Es ist 38,39 und ich bin eigentlich 39,40, aber das geht trotzdem noch. Und so für zwischendurch oder für Badeurlaub finde ich die voll süß, ey. Ja, dann machen wir mal weiter. Und zwar, bevor ich gefahren bin, habe ich noch eine Tasche geschenkt gekriegt für meine Reise. Weil ich hatte irgendwie keine passende Tasche, wo ich meine Cam noch mit reintun kann und so weiter. Die auch nicht allzu schwer ist für meine Schulter, da ich ja nicht so viel Kraft hatte, wirklich so viel mit mir rumzuschleppen. Habe ich dann eine Longchamp geschenkt gekriegt. Ich glaube, das ist die mittlere Version. Ich weiß es gar nicht. In braun und bin total happy, dass ich sie habe. Die war echt hilfreich und total passend für diese Gelegenheit. Oh ja, seht ihr, es ist draußen total komisch. Die Sonne scheint immer wieder und kommt und geht und deswegen führt das dazu, dass die Lichtverhältnisse ein bisschen komisch sind, aber lasst euch nicht irritieren. Wenn wir schon bei Longchamp sind, war ich dort und habe mich dort in eine andere Longchamp verguckt. Allerdings mochte ich dieses Modell noch nie und frag mich jetzt nicht, ich bin kein Longchamp-Insider oder so, der die ganzen Namen von diesen Taschen weiß. Auf jeden Fall waren die reduziert aus der Sommerkollektion und mir hat es einfach die Farbe angetan. Ich dachte mir so, oh nee, die Farbe ist so toll, die musst du haben, die schreit so förmlich nach dir. Und zwar geht es um diese Umhängetasche von Longchamp, die ja eigentlich über 100 Euro kostet oder so. Und ich habe sie, glaube ich, jetzt für 92 Euro gekauft. Und findet ihr nicht wirklich, diese Tasche ist echt Hammer, die Farbe. Wirklich geil, oder? Also wirklich so für den Sommer, Frühling, selbst im Winter würde ich sie tragen. Und jetzt habe ich auch so eine Umhängetasche, so ein bisschen praktischer. Finde ich eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, es war einfach die Farbe, die es mir angetan hat, nicht das Modell. Das Modell, darauf stehe ich eigentlich nicht so wirklich. Aber in Kombination mit der Farbe bin ich ganz zufrieden. Ja, ich habe nur irgendwie, glaube ich, Taschen eingekauft. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall in der Rosenthaler Straße in Berlin, wo auch der Mac-Store ist, werdet ihr das nicht glauben. Ich war nämlich auf dem Weg zum Mac-Store am Donnerstag, um halt nochmal abzuchecken, wo die Lage genau ist, nochmal in den Laden reinzugehen und so. Habe ich dann gesehen, ein Laden davor war ein Michael Kors-Laden. Ich weiß, jetzt denken viele bestimmt, oh nein, ich weiß auch nicht, das ist so voll gehypt momentan, diese Taschen irgendwie. Und jeder will sie haben und so. Und ich finde sie so teuer, ey. Das ist voll teuer. Lieber gebe ich mein Geld für was anderes aus. Aber ich bin dem auch irgendwie verfallen. Allerdings habe ich meine Michael Kors-Tasche geschenkt gekriegt von meiner Mutter zum Geburtstag nachträglich. Da ich ja meinen Geburtstag nicht feiern konnte und ich so richtig todkrank im Bett lag. Ja, tada! Michael Kors, yeah! Und da habe ich mir dann selber auch noch was gegönnt. Das war eine total liebe Verkäuferin da. Und eigentlich mag ich ja die Selma total. Also wirklich, aber fast 400 Euro.
ganz schön viel Geld, finde ich. Auf jeden Fall hat meine Mutter die ausgesucht für mich. Sie fand sie richtig toll. Ich war am Anfang etwas skeptisch und dachte mir so, bin ich das nicht, wegen der Farbe auch und so. Aber jetzt liebe ich sie. Und dann habe ich sie dort getragen die Tage über. Und jedes Mal wurde ich darauf angesprochen, wie schön doch meine Tasche sei. Und zwar handelt es sich um die... Gott, jetzt habe ich den Namen dieser Tasche vergessen. Ich werde den auf jeden Fall hier mit einblenden. Ist das so eine Shoppertasche eigentlich? In so einem Grau-Weiß gehalten. Also wirklich tolle, edle Farbe. Und ich finde gerade dieses Helle mit diesen goldenen Elementen macht wirklich viel her. Und die Größe ist genau perfekt gewesen. Ich konnte meine Kamera reintun, meine Brieftasche und noch ein paar andere Sachen. Und ziemlich geräumig, muss ich sagen. Tut mir leid fürs Geraschel hier. Ich zeige euch die mal von innen. Klar, sie hat keinen Reißverschluss, aber ich mache meine Tasche nie zu. Ich passe schon gut auf. So sieht sie von innen aus. Da hat sie vorne noch so ein Täschchen, wo du dein Handy reintun könntest oder so. Und hier hinten nochmal ein Täschchen mit Reißverschluss, wenn man was noch wirklich sicher verwahren will. Und ja, also ich finde sie richtig, richtig toll und ich habe sie von meiner Mutter geschenkt gekriegt. Danke, Mami. Ich liebe sie. Sie ist einfach wunderschön. Und jetzt bin ich dem Michael Kors Wahn wirklich verfallen. Jetzt möchte ich auch einen Rogue Michael Kors Version haben. Aber jetzt mal ernsthaft, die Qualität ist wirklich gut und es ist echtes Leder und es ist echt hochverarbeitet. Davon hat man wirklich länger was von. Ja, und da wir auch schon mal in dem Michael Kors Laden waren und die nette Verkäuferin mir noch ein paar Reduzierungen gezeigt hat und so, habe ich mich in eine total schöne Brieftasche verliebt und die musste mit. Allerdings war sie eigentlich auf 30% reduziert und dann meinte die nette Dame zu mir, ja, wenn Sie die Tasche kaufen, dann werde ich das an der Kasse dann so machen, dass das Portemonnaie nur 50%, also dass das Portemonnaie 50% Rabatt kriegt, nicht 30% Rabatt. Und wer sagt denn da bitte nein? So sieht die aus, ganz schlicht in schwarz gehalten. Hier mit einem Michael Kors Anhänger vorne drauf. Finde ich richtig edel, richtig schick gemacht. Und das Beste an dieser Tasche ist wirklich an diesem Portemonnaie, dass sie so viel wirklich Fächer hat. So viele Fächer hier hinten. Wenn man sie so aufmacht, hat man hier dann nochmal verschiedene Fächer hier für die Karten. Dann hier nochmal für Karten und vorne sogar nochmal für Karten. Dann hat man hier noch ein Fach drin. Und da, 20 Euro, ich armes Ding. Ja, und hier hätte man nochmal Geld, also Platz fürs Kleingeld. Und hier hinten dann nochmal ein Fach. Und die Tasche hat, glaube ich, oh Gott, lass mich nicht lügen. Ich muss mal eben, ich habe auf jeden Fall, ich glaube, sie hat 130 gekostet und ich habe genau die Hälfte dafür bezahlt. Ja, so war das. Und das ist echt ein gutes Schnäppchen, finde ich. Für eine Michael Kors Brieftasche, die hast du dann ewig, ey. Die wird wirklich ewig halten. Ist ja echtes Leder und ja, ich finde, es ist so ein Klassiker, den musste ich mir gönnen. Ja. So viel dazu. Jetzt kommen wir zu dem ganzen kosmetischen Teil. Womit fange ich denn an? Oh nee, warte, ich fange noch mit was anderem an. Und zwar waren wir ja im KDW am Samstag da wollten wir ein Stück Kuchen essen und halt Makarons und Tee und was weiß ich nicht. Und dann war eine Kusmi-Tee-Bar dort. Klar, es ist auch teuer gewesen. Es hat 3 Euro gekostet. Das heißt, wir haben für 2 Tee 7 Euro bezahlt. Aber diese Kusmi-Tees, die sind immer so lecker. Ja, auf jeden Fall hat mir der Typ dort an der Bar empfohlen, dass ich den Earl Grey mit dem... Entschuldigung, das war mein Handy. Das Earl... Oh Gott, sprechen, ne? Den... Okay, nochmal von vorne. Dass ich den Kusmi-Tee in Anastasia ausprobiere. Das ist Earl Grey mit Limone und Orangenblüten. Und das ist wirklich sehr, sehr lecker. Also man muss diesen Tee eigentlich gar nicht süßen. Und jetzt muss ich mir... Tut mir leid. Apropos Allergie, ne? Ihr werdet es nicht glauben. Ich war 3 Tage lang in Berlin allergiefrei. Ich weiß nicht, was hier in Bremen im Norden wächst, was mich so fertig macht. Irgendwas ist das. Ich habe das ganze Jahr über Allergie. Ja, und komischerweise immer, wenn ich drehe, muss ich niesen. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann diesen Kusmi-Tee dann nachgekauft. Es sind 125 Gramm, glaube ich, für 13,95. Das geht eigentlich vom Preis her. Und ich finde die Verpackung voll schön. Und das Genialste war, er hat uns so ein sehr frisch aufgebrühter Tee, er hat uns das in so einen dauerhaften Sieb reingetan, was er uns dann in den
in den Becher reingetan hat. Und das fand ich so praktisch, dass ich dann dachte, oh ja, wenn ich zwischendurch mir diesen Tee dann zubereite, halt aufbrühe, möchte ich dann genau diesen Filter haben. Das nennt sich so ein Permanent Teefilter und gab es im KDW auch zu kaufen für 5,95, weil hier steht noch 8,95, aber da war dann an der Kasse für 5,95 und das ist total praktisch, weil das ist halt so ein kleiner Filter mit Deckel oben drauf und den tut ihr dann in euren Becher rein, halt mit einem Teelöffel von eurem Lieblingstee und lässt es drin halt schön ziehen und dann könnt ihr das wieder rausnehmen und dann habt ihr auch diese ganzen lästigen wie nennt man das? Diese ganzen lästigen... Mir fehlt das Wort jetzt. Ihr wisst schon, was ich meine vom Tee jetzt her, ne? Habt ihr das nicht in eurem Getränk dann drin? Ja, auf jeden Fall habe ich das mitgenommen. Mama auch gleich. Hat ihr auch super gefallen. Und ja, meine Makarons und so, die habe ich leider dort nicht mehr gegessen. Die wurden dann matschig hinterher im Zug. Aber ist nicht so schlimm, sie waren trotzdem lecker. Dann hatte mir die nette Dame im Michael Kors Laden, als ich halt meine Tasche gekauft habe und so, auf dem Seitenpapier, was sie um die Tasche drum gewickelt hatte, ein Parfüm von Michael Kors raufgesprüht. Und den ganzen Abend lang, meine Mutter und ich, wir liefen halt mit dieser Tasche rum und die ganze, oh Gott, das riecht so gut. Wir waren so verrückt nach diesem Duft, dass wir am nächsten Tag nochmal dahin sind und nochmal nachgefragt haben, welcher Duft das war. Und ja, das ist das Original, also das ist der Originalduft von Michael Kors, der Signature, und der musste mit. Der musste einfach mit und ihr wisst, ich glaube, ich kaufe normalerweise Parfüm nicht selber, ich kriege den immer geschenkt. Aber ich musste den jetzt einfach in 30 Milliliter mitnehmen, so sieht die Verpackung aus und ich kann es euch einfach nicht beschreiben. Es ist so ein wunderschöner, eleganter, femininer Duft, nicht aufdringlich, gar nicht, also wirklich, auch nicht zu süß oder irgendwie so, sondern wirklich so... Oh mein Gott, ich kann diesen Duft einfach nicht beschreiben. So sieht die Verpackung aus. Ziemlich schlicht und edel gehalten. Nur leider kann man das ja halt nicht überall bekommen. Nur im Michael Kors Laden oder einige Douglas Filialen, die das dann haben. Aber auch wirklich exklusiv dann, weil Douglas führt ja eigentlich diese drei neuen Düfte von Michael Kors, die ich nicht so toll finde. Aber dieser Signature Duft, dieser... Ach, der ist einfach genial. Das ist wirklich... Das schlägt alle meine anderen Düfte. Ich liebe es. Ich könnte die ganze Zeit dran riechen. Und wenn ich es mir in die Haare sprühe, dann habe ich das sogar am nächsten Tag noch in meinen Haaren. Und ich könnte dann einfach nur wahnsinnig werden. Dann war ich noch beim Galeria Kaufhof. Und da gab es einen Bobby Brown Counter, wo ich dann endlich einen Lidschatten gefunden habe, den ich schon so lange suche. Online gab es den immer wieder. Aber da ich mir nicht so ganz gut vorstellen konnte, wie die Farbe so wirkt und so, also live, war ich ganz froh, dass ich den dort gefunden habe als Tester. Hab den mir gleich auf den Finger auf die Handfläche, Handoberfläche geswatcht und war natürlich hin und weg. Die war mal in einer Kollektion drin. Allerdings gibt es die, glaube ich, auch permanent im Sortiment. Aber nicht alle Counters führen die Farbe. Die Rede ist von der Farbe Rose Gold Nummer 8. Und das ist ein wunderschöner Ton. Ihr wisst ja, heute habe ich auch sowas in der Art wieder drauf. Ich liebe diese Töne einfach. So sieht die Verpackung aus. Und, oh Gott, riech's auf. So sieht die Farbe aus. Einfach wunderschön. Schöner metallischer Rose Gold Ton. Super zu swatchen, butterweich und ach, einfach toll. Ich liebe diese Farben. Richtig schön. Da. Fällt dir richtig toll mit so einem schönen goldenen Sheen. Einfach wunderschöne Farbe, ist einfach wirklich aufs Augenlid auftragen und gut ist. Ich glaube 25 Euro oder so hat das gekostet. So, dann war ich noch im KDW mit meiner Mom. Mit wem denn sonst auch? Und da bin ich auf die Marke bei Terry gestoßen. Und ja, da wollte ich unbedingt zwei Sachen mir mal genauer anschauen. Und zwar einmal das Hyaluron-Puder, was so gehypt ist auf YouTube eigentlich, soll richtig ein tolles Puder sein, was wirklich das Hautbild verfeinert und auf Feuchtigkeit spendet und ein wirklich ein schönes Ton macht halt, einen wirklich schönen Ton macht, ne? Und dann wollte ich nochmal so einen Creme-Lidschattenstift mir angucken, den die Tanja Böhr, oder wie man sie auch ausspricht, im Video öfter mal gezeigt hatte, beziehungsweise auch ein Tutorial dazu geschminkt hatte. Und ja, ich bin auch fündig geworden. Die nette Dame, die dort gearbeitet hat, das war eine ältere Dame, auch wunderschön und war auch super geschminkt. Und
habe ich mit der unterhalten ein bisschen und so. Und ja, sie hat mir den Creme Lidschatten dann gezeigt, den ich unbedingt haben wollte. Die Rede ist von der Farbe Misty Rock. Und zwar heißen diese Dinger Colorfix Cream Eyeshadows. Sind sehr langanhaftend. Und die Dame meinte zum Teil auch schon wie wasserfest, weil sie wirklich gut halten. So sehen die aus. Und bei Terry ist halt eine etwas hochwertigere Marke. Von der Verpackung her, von der Qualität der Ware her und dementsprechend auch ein etwas höheres Preissegment. Ja, die Farbe ist wunderschön, finde ich. Kann man so aufdrehen. Das ist so ein, weiß nicht, so ein taub-lila Ton, den man auch super schön so tragen kann oder halt als Base nutzen kann, um halt einen Lidschatten oben drauf zu packen. Auf jeden Fall musste die Farbe für mich mit. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel der kostet hat. Ich glaube knapp 30 Euro, was ich eigentlich ganz okay finde für den Preis. Ja, dann habe ich mir das Puder noch angeguckt und so, aber ich wollte es nicht mitnehmen. Mich hat was anderes interessiert und zwar den Kajal, den sie drauf hatte. Sie hatte oben, also am oberen Wimpernkranz, einen blauen Kajal drauf, also einen blauen Lidstrich gezogen und das war so eine Farbe, so intensiv, die hat so geleuchtet, schon vom Weiten. Das habe ich noch nie gesehen, irgendwie bei irgendeiner anderen Marke. Und ich liebe ja Blau als Pop of Color für meine Augen-Make-ups zu benutzen. Und das sah überhaupt an ihr sowieso so toll aus. Sie hatte auch blaue Mascara drauf und die hat auch so schön geleuchtet. Aber ich konnte jetzt nicht alles mitnehmen, ne? Auf jeden Fall habe ich mir diesen Kajalstift dann auch gegönnt. Und der musste dann mit. Das ist allerdings waterproof. Und sie meinte, wenn waterproof, dann ist es wirklich waterproof bei denen. Ich meine, Verkäuferinnen können viel erzählen. Das werden wir ja mal austesten. Aber wow, wow, wow. Ich glaube, Kostenpunkt 25 Euro. Aber ihr kriegt dann noch einen By Terry Anspitzer mit dazu. Finde ich eigentlich ganz süß. Ja, so sehen die Kajals dann aus. Ist eine schicke Verpackung, hochwertig gehalten. Zum Anspitzen halt, nicht zum Aufdrehen. Und das ist so ein geniales Wawawawumblau. Oh, das kommt hier in der Kamera, glaube ich, gar nicht so rüber. Und seht ihr, wie cremig das ist? Da doch. Boah, schaut mal. Das knallt richtig und super cremig. Und ich wische mir das mal eben schnell weg, bevor ich es nicht mehr wegkriege, weil da habe ich es nicht mehr wegbekommen. Ja, auf jeden Fall musste dieser Kajal auf hier, mit, weil das einfach so toll an ihr aussah. Ja, und da wir uns so nett unterhalten haben und ich sie ganz sympathisch fand und sie anscheinend mich auch, hat sie mir dann noch zwei Dinge mitgegeben, was ich super lieb von ihr fand. Vor allem, sie hat mir dieses Hyaluronpuder, was ich unbedingt eigentlich haben wollte, aber es war mir ein bisschen zu teuer, habe ich nicht mehr mitgenommen, hat sie mir als einen kleinen, als kleine Probe mitgegeben. Sie meinte, sie findet mich ganz süß und so und deswegen gibt sie mir das, die letzte Probe dann nochmal. Da sind 1,3 Gramm drin und das heißt Hyaluronic Hydra Powder. Und ich glaube, die Madame Tamtam hat auch davon geschwärmt, wenn ich mich nicht irre. Ansonsten waren das englische YouTuberinnen. So, da ist ganz schön viel drin und ich kann es kaum erwarten, das mal auszutesten. Ich werde euch berichten, ob es sein Geld wert ist. Und dann hat sie mir noch so eine kleine Probe von der auch so beliebten Lippenpflege mitgegeben. Baume de Rose heißt das, glaube ich, oder so. Halt mit Rosenextrakt, glaube ich, oder so. Und ja, darauf bin ich auch super gespannt. Den werde ich auch testen. Und klar, wenn die Sachen dann toll sind, dann werden sie wohl nachgekauft, ne? Ah, ist runtergefallen. Ach so, der Anspitzer war es nur. Ja, dann machen wir mal schnell weiter. Und zwar war ich noch bei Douglas und wir haben auch NYX hier in Bremen. Aber ich finde unseren NYX-Stand immer nicht so toll und er ist meistens hier in der Stadt die Sachen ausverkauft und was weiß ich nicht. Und einen Lip Liner finde ich hier gar nicht. Und das ist mein absoluter Must-Have-Lip Liner überhaupt. Den benutze ich wirklich fast für jeden Lippenstift. Den habe ich ja öfter auch schon erwähnt. Und zwar die Farbe Natural 810. Und die kosten, glaube ich, 5 oder 6 Euro. Ja, schon ein guter Preis für sich, muss ich sagen. Aber das ist einfach der beste Lip Liner für mich. Also meiner Meinung nach. Weil er wirklich universell zu vielen Lippenstiften passt und man somit halt eine leichte Kontur der Lippe geben kann. Ich habe heute zum Beispiel jetzt, was habe ich denn drauf? Ich habe noch zwei weitere Lip Liner mitgenommen und zwar solche, die zum Drehen sind, nicht zum Anspitzen. Die heißen Retractable Lip Liner und ich habe die Farbe Nude drauf. Davon hat, glaube ich, die Nicole Guerrero, wie man die ganzen Namen ausspricht, weiß ich gar nicht, ey, davon gesprochen und es ist wirklich ein schöner, wunderschöner Nude-Ton, den man auch super so als, die sind so cremig, so toll, dass man die auch so als Lippenstift
Lippenstiftfarbe tragen könnte. Also wirklich nur den Lip Liner auftragen und das war's dann. Und dann habe ich das kombiniert mit einem L'Oreal Lipgloss in der Farbe 600 Nude Variety. Ich glaube, das ist gerade über Kopf. Haha, sorry. Das ist die Farbe und so sieht es auf meinen Lippen aus. Ich finde, es macht so einen schönen Nude-Ton, schön glossig. Dann habe ich noch einen weiteren Ton mitgenommen. Oh, ich sehe gerade, da steht Waterproof sind sie. Oh, nicht schlecht, gut. Die kosten auch 6 Euro halt in der Farbe Natural. Also ich mag ja diese ganzen Nude-Töne und die sind halt vielseitig. Und da ich gerne Nude-Lippenstifte benutze, passt das also ganz gut. Das ist Nude Natural und das ist Nude. So, dann habe ich mir noch 2 Lidschatten mitgenommen, die ich hier bei uns, glaube ich, gar nicht entdeckt hatte. Oder waren sie ausverkauft oder ich habe nicht drauf geachtet. Ich habe keine Ahnung. Und zwar sind das die matten Lidschatten aus der Nude Matte Shadow Reihe von NYX. Da habe ich einmal die Farbe Highwire Nummer 19 und einmal die Farbe Skinny Dip mitgenommen. Das sind auch 2 wunderschöne Farben. Einmal so ein gräuliches und einmal so ein Mauve Grau, was ich sehr schön finde. Beides für die Lidfalte. Ja, Kostenbunk, alles irgendwie 5, 6 Euro um den Dreh, glaube ich, war das jetzt. So, kommen wir jetzt zum... Ah, nee! Bevor ich euch MAC zeige... So, meine Lieben, an dieser Stelle unterbrechen wir, sonst wird das Video zu lang. Aber wenn ihr noch sehen möchtet, was ich mir gekauft habe, beziehungsweise was ich mir bei MAC alles aus der neuen Kollektion gegönnt habe, dann klickt doch auf Berlin Haul Teil 2.